Oh, da kommen jede Menge. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute. Sechser-Trupp aus Richtung. Positiv, Fahrzeug Richtung Südosten. Nicht erkannt, welches Fahrzeug es war. Für die, die es nicht wissen, es gibt ja zwei Stellungen. Eine von Widerstand und eine von Opfer bewacht. Seit wann das Opfer ist, keine Ahnung. Plufer greift an und wir müssen überleben. Und nach jeder Runde, nach jedes Mal, wenn der letzte Mann weg ist, hat man ganz kurz Zeit, die Gegner zu looten, weil unsere Ausrüstung nämlich für den Arsch ist. Dafür haben wir dann aber hoffentlich Zeus. Der Hallo? Kriegt Punkte nach unseren Kills und Maßnahmen. Es gibt einen Respawn. Und Gio kann dann gegebenenfalls Ausrüstung platzieren über Zeus. Wichtig ist, wir haben zwei Stellungen. Sollte eine nicht mehr haltbar sein aus irgendwelchen Gründen, wird sich komplett auf die andere konzentriert. Erst wenn beide Stellungen gefallen sind, haben wir verloren. Nach der vierten Welle jetzt eingestellt, kommt ein Evac-Heli. Genau, der Heli muss überleben. Ansonsten heißt es nämlich so, missionstechnisch kommt dann so eine Meldung, der Heli ist kaputt, überlebe so lange, wie du kannst. Viel Spaß, bye, tschüss. Ja. Wir haben keine Visiere, wir haben beschissene Waffen und Shio muss uns versorgen. Los geht's! Nein, nein! Doch, doch, es ist so. Ich hab nur. Oh, halt's Maul! Ja, erstmal respawnen. Nice! Oh, so ein Fötusbrot, ey, was will da denn? Die vor Ort ausrüsten. Raptor, komm mal gerade mit. Ja. Hey, ich hab hier einen MG, komm mal einer her, ich brauch einen Rucksack. Jim, nimm meinen Rucksack, schlepp dir. Ich soll mich jetzt da dran. Nee. Hallo? Kurz was einer zu mir. Okay, dann hol ich mir das MG und holst dir einen anderen Rucksack. Funktest? Okay. Ja, hört euch. Alles klar. Dann stellen wir das Ding auf den. Muss jetzt versuchen, deinen Rucksack ungefähr hier hinzulegen, wo ich jetzt gerade mit der Waffe auf den Boden ziele. Da musst du ablegen. Versuch's mal. Probier das mal. Einfach hinschmeißen, genau. Jetzt hoffen wir, dass wir Glück haben. Ja, ja, das sieht doch gut aus. Jo. Coolster? Check. Wir haben das MG auf dem Turm mit Ausrichtung Stadt aufgebaut. Warte, Ding. Oh Gott. Lassen wir erstmal dabei. Aber später umso mehr. Wenn die Horde kommt. Eben. Ich hab jetzt MG aufgebaut, Richtung West und Süden kann ich wirken. Okay, das hier ist Richtung Ost. Wo steht das MG? Hier oben auf dem Turm. Auf dem kleinen. Und auf dem großen. Und auf dem großen. Okay, Ausrichtung. Moment. West, Süd und Ost kann ich wirken. Das auf dem großen Turm? Nord, Ost und Süd mit Einschränkungen Richtung Norden. Also Nordwesten ist ungedeckt. Ja, so in etwa. Ja, dann kann ich es nochmal umbauen, mein. Ja, dann baue es ein bisschen um Richtung ja, Süden, Norden, so, die 180 Grad. Der andere, dann die andere 180 Grad. 140 Grad Richtung Südosten. Ja. Bei mir eben was rum. Siehst du auch, ne? Jetzt sicher mit Ferngläser wenigstens. Gutster, ich habe einen möglichen Kontakt Richtung Südosten gehabt. Da sind gerade drei oder vier Heinis im Tal verschwunden. Und mit dem Visier auf die Entfernung, oh Gott. Ja, kann nichts dafür. Da sind die Tschechen dran schuld an der Mission hier. Hier, ich habe deine Kontaktangabe nicht gehört. Richtung Südosten, unidentifizierte Infanteristen bzw. Personen, die gerade eben in einem Tal verschwunden sind. Ich weiß nicht, ob es Freunde waren oder Feinde. Ja, erstmal beobachten, bis sie sich komisch ausfühlen. Na jo. Hat das MG Thermalsicht?
Bestätige. Na gut, dann sollte das einfach sein für euch. Jetzt gucken wir gerade mal nach. Ja, prüf das mal. Gott, hab grad noch von Bravo gehört, bei denen ist ja, ganz schön viel kaputt. drei Personen mindestens, also Wind auf der Straße. Kontakt, drei Personen auf der Straße in der eben genannten Richtung. Ich werde taub neben dem MG. Das Problem an der Sache ist ja, dass der AGM gibt die Ohrenstöpsel und die Mission hat keine Ohrenstöpsel, weil es keine AGM-Mission ist. Hast du sie alle erwischt oder? Na, nee, zwei da hab ich erwischt, der dritte liegt noch. Da sitzt einer direkt bei dem Schild, wenn ich das richtig sehe. So, Achtung, Verbündete sind noch in der Stadt unterwegs. Ja, bestätige, aber in Richtung Südosten sind bestätigte Feindkontakte, zwei erledigt, einer lebt noch. Oh. Wie viel Munition haben die MGs? Wo steht denn das da? Hey, ich hab's mit Kontakt. Ich weiß nicht, wo das steht bei dem Ding. Südosten. Wie viel Munition habt ihr? Axus? Ich weiß es nicht. Ach, warte. Nie in dem Leben nutze den Hammer. Aber einer ist auf jeden Fall weniger da hinten. Kann ich genau sagen. Ich schätze 100 Schuss. Vielleicht noch 200. Dann bitte sehr sparsam damit umgehen. Weiterer Kontakt Südwesten. Verstanden. Oh, wenigstens Fairglas wäre hilfreich. Das eine MG wird beschossen. Kacke, ich glaube, ich habe das. Wie bauen wir schnell das MG wieder auf? Ich wollte es benutzen, es tut mir so leid, ey. Oh Gott, ist das peinlich. Also ich würde jetzt jedem anderen würde ich jetzt einen in die Fresse hauen, aber bei dir darf man das nicht, weil du lange nicht dabei warst. Das ist nächstes Mal darfst du gerne. Eigentlich habe ich es verdient. Hey, könnt ihr den Kontakt im Südwesten auswendig machen? Gerade noch beschäftigt in unserem Dings hier auf. MG ist wieder mutiert, passt schon. Sehr gut, danke. Negativ, kein Sichtkontakt. Kein Sichtkontakt. Umso mehr Beschuss schön. Ja, Beschuss haben wir. Ich sehe nur einen Toten. Okay, ich bin down. Das wäre Respawn, ne? Geil. Na, guck mal Richtung 190, ziemlich nah auf der Wiese. Wo seid ihr? Auf 190? Ja. Okay. Beziehungsweise 180 in die Richtung, siehst du sie? Ziemlich nah. Ja, genau da. Da hinten steht jemand, ja. Wenn die MGs nur noch halbe Munition haben, dann bitte aufhören damit zu schießen und wechsel auf die normale Waffe. Okay, einer ist weg. Wir nutzen sie noch gar nicht. Nee. In dem Feld steht auch noch einer. Also entweder war sich schnell hingelegt oder er ist tot. Ach, Mann. Ach, schön, dass du auch wieder da bist. Ja, ne? Immer wieder mal. Was soll da mit Granaten, kann das sein? Ja, ich wurde bisher nur von Granaten getötet hier. Ist die Welle vorüber, oder? Ja, ich weiß es nicht. So, wenn ihr feindlich gesinnte Menschen seht mit Raketenwerfern, dann bitte merken, wo ihr diese abgeballert habt. Jo, verstanden. Ich hab noch die Position von dem Raketenwerfer. Wenn du sagst, geh ich nur holen. Kannst gerne ansagen, dann lauf ich los. Vom Turm aus auf 134, da ist so ein Feldweg und da hinten liegen mehrere Leichen in der Nähe von einem dreieckigen Schild. Das ist etwa 200 bis 300 Meter, aber da sind noch Feindkontakte. Also verstanden, Richtung Stadt,
laufen noch weitere Infanterie drumherum. Ich weiß nicht, ob freundlich oder feindlich. Okay. Ich glaube, wir werden aus der Richtung auch einzeln beschossen. Ja, da, ich hab da eben einen rumlaufen sehen, ich guck mal ihn, geh ein bisschen nach. Jo. Nach der Tankstelle an diesen kaputten Häusern, kann das sein? Oh, das ist so hart. Rechts, zwischen den offenen Hinterhof, hab ich gerade jemanden gesehen. Ja, alles klar, wir haben noch Verbündeten-Team hier in der Stadt, die sollen uns unterstützen. Widerstand, ja, das ist Widerstand. Und wie erkenne ich jetzt, wer Feind, wer Freund ist? Ich muss so nachschauen, die Feinde haben grüne Uniform. Bitte? Kannst du mich weiterleiten, Blackshield? Die eigenen haben grüne. Warte kurz. Das ist richtig, dass ich nicht geschossen hab. Weiter, so, da wo du jetzt hinguckst, geradeaus weiterlaufen. Ah, hier ist einer. Ah, sehr schön. Okay, vor mir Feindkontakt. Richtung? Diese nicht. Welche Richtung? An dem Schuppen. Dreimal. Verdrückungsrolle. Ich sehe einen Schuppen, aber ich sehe keine Leute. Ich auch nicht. Ich einfach ein bisschen Unterdrückungsfeuer. Ja. Übrigens, Raptor. Ja, bitte. Die MG-Munition benutzt das Ding. Einer ist bei der Tankstelle. Sniper, okay. Okay. Du verstehst, was ich meine. Wie eine übergroße Sniper benutzen. Okay. Ja, das ist ja sowieso klar. Munition immer sparen jetzt. Ah, meine Ohren. Ich dachte, ich sehe jemanden, aber es waren nur Blätter, die sich bewegt haben. Ein Feindkontakt, können wir mal wieder unterstützen. Sie ist von hier oben nicht. Sie ist ja. Hab da ihn. Also ich hab einen Abschuss. Morgen. Wenn du direkt vor der Mauer stehst, dann war das bei dir davon, ja? Der MG-Werfer. Na gut, da weiter in die Richtung rennen. Da kommt so eine Steinhütte. Ich glaube, da willst du gehen. Worum geht's? Wenn sie Bescheid sagen, ey, dann, dass du oben zu Gulster läufst, ne? Das, vor der Hütte liegt allerdings noch ein Feind. Raketenwerfer holen. Richtung 130, genau. Also, aber erst, wenn er Bescheid sagt. Ja, klar, mach ich. Zwischen uns ist noch ein Gegner. Läuft übers Feld. Bestätigt. Okay, ich laufe zur Metallhütte. Enemy forces neutralized. Regroup and rearm. Another attack is imminent. Gut, Blackshield bleibt drin, alle anderen raus und looten. Okay. Komm bitte. Haben wir hier noch eine LPG rumliegen? Weiß einer was? Gulster, wo du jemand im Steinhaus warst, hast du dir die Kontakte rechts auf der Straße angeguckt? Noch nicht. Da ist eine RPG dabei, zumindest war. Dann müsste einer hier nochmal. Ich komm zum Steinhaus. Wie lange dauert das, bis die nächsten kommen? Hier könnte jede Sekunde soweit sein. Oh, tschüss. Ich bin gleich bei dir. Medizinisches Zeug, Antitank, Minen, sowas könnt ihr immer einpacken. Ja, ich hab Richtung Nordosten zwei Scharfschützen, die da im Geli rumliegen. In der Nähe von uns oder sehr weit weg? Negativ Richtung Stellung von Grün. Hier. Achso, hab mich schon gewundert. Ah, sehr gut. Da ist übrigens ein bewaffneter Hunter Richtung Bravo. Gut. Selbe Richtung wie Scharfschützenteam. Gut, dann zurück in die Base.
Drohne bleibt auf deinem Posten, ja? Okay, Scharfschützen ausgeschaltet, vier Infanteristen ausgeschaltet, Hunter ausgeschaltet, MG leer. Ja, wir schauen mal bei dem Turm, der müsste... Ja, so südwestlich von dir sein, da steht noch ein MG. Okay. Soll ich's hochholen, oder was? Ja, macht Sinn. Ist in der Blechhütte Richtung... links neben der Blechhütte, da kniet jemand. Ja genau, knall sie ab, alles was du siehst. Eine SPG, also wer noch keine hat, könnte sich dort gleich eine holen. So, aufteilen, looten. Zählt runter, zählt noch 30 Sekunden runter, dann solltet ihr bitte einer zumindest im Schützpunkt sein. Ja, okay, ich geh hin. So. Seid ihr alle wieder auf Position? Positiv. Ja. Hast du schon was gefunden? Ja. Scharf. Wo? Selbe Richtung. Selbe Richtung wie die Markierung, wieder zwei Scharfschützen. Erledigt. Ja, aber nicht vergessen, mit dem großen MG noch ein bisschen Munition sparen. Ja, ich schieße eher wie mit dem übergroßen Scharfschützengewehr. Ah, da unten, warte mal kurz, wie weit. Oh, hier ist gerade eine Granate explodiert, noch eine. Ja, mess mal, wie weit die Idioten da unten weg sind. Siehst du die? Ich kann die nicht sehen. Direkt vom Turm. Direkt vom Turm? Nein, nein, guck mal, siehst du was da unten Richtung 0 Grad? Könnte ein Mörser gewesen sein. Sehr schlecht, ja. Siehst du diese Vierergruppe? Links, 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 weiter unten. Oh, da kommen jede Menge. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leute. Sechser-Trupp aus Richtung... Positiv, Fahrzeug Richtung Südosten. Nicht erkannt, welches Fahrzeug es war. Ich habe ein Problem, die Entfernung abzumessen. Da steht immer die gleiche Zahl oben links. Ich verstehe das nicht. Ja, hab's erwischt. Pass auf. Runter. Sehr gut, sehr, sehr gut. Ja, es leben noch ein, zwei mindestens. Feinde drei leben noch. Noch. Vier leben noch. Katiba erwischt die von hier nicht, ne? Ja, ich tue lieber auf die hinteren schießen. Oh, bei mir ist ruhig, ich wechsle mal. Vier Feinde Nordwesten. Zwischen den Bäumen. Losgeschickt, um die Sniper da zu looten, bitte darauf achten, beziehungsweise nicht drauf schießen. Okay. Nein. Hier ist irgendwo ein GMG in der Nähe. Hunter GMG. Richtung 130 Südosten.
Hier sind zu viele draußen auf der Nordseite. Ja, jetzt sind die Feinde an Wohnungsposition. Oh, kann ich bestätigen. Ich meine auch an deinem Haus. In der Richtung, wo du auf das Haus zuläufst, wahrnehmen welche. Ich habe zwei ausgeschaltet, aber ich weiß nicht, ob da noch welche sind. Gut, weitere RPG gefunden. Ja, ich bin bei dir. Ja. Raptor. Gulster, meine Position, RPG-Idiot. Looten, ich hab ja auch noch einen. Kann ich nicht, bin nackt, du wolltest mich umbringen. Dann gibt's dann jemanden rein. Ebenfalls wieder hier ein leichtes LMG. Ein LMG. Kriegt ihr das getragen? Also ich werd's nicht nehmen, wenn einer möchte, kann er gern. Ja, ich komme. Blechhütte? Weiter rechts. Okay. Der Hunter gehört zu uns? Jo. Sehr gut. Oh, hier ist neu gespawnt, genau vor uns. Drei Mann. Hunter AMG. Sehr gut ausgeschaltet hier. Ich komme jetzt weiter rüber zu dir. Da wo wir gerade waren, hinter der Mauer. Ich lebe noch, ja. Gulster, 30 Grad, 500 Meter, zwei Panzer, MBTs. Welche Himmelsrichtung? Richtung Nordosten. Was ist mit dem Panzer? Keine Ahnung, der schläft.
Was macht die Hacken? Keine Ahnung, aber ich weiß, wo ein RPG liegt, den gehe ich mir zu holen. Das MG richtet nichts gegen den Panzer an, oder? Panzer ist aus. Hilo, inbound to your location. ETA 5 mics. Prep for evac. There's only space for one team in the helicopter. Some of you may have to stay behind. I'm sorry, guys. Out. Okay, Leute, sammelt euch zum Meli. Verstanden. In dem Fall Horizon als Anführer der Gruppe und Raptor als Anführer der Gruppe. Überlegt euch gut, ob ihr das wollt. Ja, dachte ich mir. So. Das ist ein Grund, warum da schon vier Leute liegen? Keine Ahnung, die machen Urlaub oder so. Ich weiß nicht. Ja, das stimmt ja so. Es ist nur so, dass keine Gegner kommen und dass die Mission heißt Zeus vs. Player. Also ich nehme an, Chio muss die Typen schicken und er weiß es nicht. Dann wird's ruhig. Das ist aber auch schön. Ich bin verletzt, ich geh mir jetzt erstmal, ich bin wirklich extrem übel verletzt, ich geh mir jetzt mal selbst umbringen. Okay, ich wollte mich gerade heilen, Junge. Ich bin extrem am Arsch, ich blute auf allen Löchern. Lass uns. Okay. Du hast mal eine Waffe auf dem Rücken, ne? Sollten wir nicht losfliegen? Ich wollte gerade sagen, ja. Danke für den Hinweis. Hab ich mir mal lieber auch. Welche Höhe sind wir? Mann, ey, Mann, ey, Mann. Oh Gott. Oh Gott. Nein!
Haben wir keinen Piloten oder? Achso. Ich hab mir schon mal einen Fallschirm genommen. Was ist denn die Taste für Fallschirm? Ich glaube, wenn du rausspringst, dann muss er Mauser drehen. Wieso fliegen die denn da nicht weg? Der Pilot will nicht. Was hält denn so ein Heli aus? Aber das Ding klappert. Sein, dass wir immer weniger werden hier drin? Denn der Mist mit dem Fallschirm? Da muss ich erstmal aus dem. Ja, sehr schon. Ich bin drin geblieben. So. Ja, okay. Naja, wir sind ja eingestiegen. Ne? Also, dass der Heli nicht wegfliegt, war ein bisschen blöd. Ja, und da sie nicht mehr mit rein konnte. Ja, jeder wollte den anderen zurücklassen. Die Meldung, dass dann nicht genug Leute reinpassen, das war echt gemein.